präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, hallo allerseits. Ist jetzt 4 Wochen her, seitdem wir uns das letzte Mal hier gesehen haben zu dieser Veranstaltung. Ich hoffe, Sie haben diese Zeit gut genutzt, wofür auch immer, Studium, Arbeit, Familie, hängen lassen, was auch immer. Machen wir Endspurt bis zum Ende des Semesters, also der Vorlesungszeit ist ja nicht mehr so lange hin. Aber natürlich werden wir noch mal ein bisschen zurückschauen. Wir werden noch mal ein bisschen kurz etwas sanfter einsetzen, selbstverständlich wieder, denn innerhalb dieser 4 Wochen könnte ja vielleicht das eine oder andere aus dem Gedächtnis entschwunden sein. Da müssen wir wieder hin. Wir sind momentan bei einem relativ kleinen Abschnitt zum Thema, Sie sehen es hier, Constrained Programming. Innerhalb des ganz großen Abschnittes Decision-Based Approaches, wir hatten zuerst nachbarschaftsbasierte Verfahren, das fing an mit lokaler Suche im einfachsten Fall, dann hatten wir solche Dinge wie Simulated Annealing oder Evolutionsstrategien oder genetische Algorithmen oder Tabusuche. Danach sind wir dann zu den entscheidungsbasierten Ansätzen gegangen, wo die Grundidee, das Grundkonzept ist, dass man schrittweise den Lösungsraum, den man gar nicht kennt, den Lösungsraum aber trotzdem immer meistens binär in 2 Teile zerlegt, indem man weitere Bedingungen einführt, zum Beispiel auf eine Variable x kleiner 1, x größer gleich 1. Dann hat man dieselbe Bedingung einmal eingeführt und einmal negiert eingeführt, sodass man den Lösungsraum zerlegt hat in alle Lösungen, für die einerseits x kleiner 1 ist, andererseits x größer gleich 1 ist. Und diese Teile des Lösungsraumes, die kann man dann weiter zerlegen, beziehungsweise in der Hoffnung, dass man möglichst früh sagen kann, dieser Teil des Lösungsraums, der jetzt schrittweise durch Einfügung solcher weiteren Bedingungen entstanden ist, diese Teilmenge, da können wir durch einen Ansatz belegen, dass dieser Teil garantiert keine für uns interessante Lösung enthalten wird. Oder vielleicht enthält er interessante Lösungen, aber wir können belegen, dass dann außerhalb dieses Teils und außerhalb aller bisher abgeschnittenen Teile immer noch eine interessante Lösung für uns übrig bleibt. Das ist so das Grundkonzept, Constrained Programming. Das hatten wir an dem Beispiel oder Backtracking als Algorithmus. Das hatten wir an dem Beispiel der N-Damen uns angeschaut, weil das ein richtig schönes, anschauliches Beispiel ist. Sie sehen das nochmal hier. Dieses Bild hatten wir beim letzten Mal vor Weihnachten bei der letzten Veranstaltung schon uns genauer betrachtet. Wenn Sie sich vorstellen, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man die erste Dame in der ersten Spalte platziert. Im Prinzip gibt es nur 2 Möglichkeiten. Ja, alles andere dazu ist symmetrisch, braucht man nicht noch mit zu betrachten. Es gibt die Möglichkeit, die erste Dame in die Ecke zu platzieren, oder es gibt die Möglichkeit, die erste Dame hier nicht in die Ecke zu platzieren, sondern in eins der beiden Mittelfelder, weil wir nur 4x4 Schachbretter hier haben. Bei einem größeren Schachbrett gäbe es entsprechend noch mehr Möglichkeiten. Und wenn wir uns angucken, was es dann so für Möglichkeiten gibt, die zweite Dame zu platzieren, jeweils bleibt nicht allzu viel übrig. Da sehen Sie, kann man schon diverse Fälle abschneiden, ganz logisch, und muss sich nur noch um die Fälle kümmern, die nicht hier schon abgeschnitten werden können, weil es einen Konflikt gibt. Aber Sie sehen, wie dieses Beispiel zeigt, dass man da ganz schnell sehr viel abschneiden kann. Wenn man jetzt einfach blindlings von links nach rechts durchgeht, ist das immer noch ein bisschen ärgerlich, weil Sie sehen, die einzige echte Lösung ist, so wie der Baum hier definiert ist, so wie wir hier die Reihenfolge links, rechts definiert haben, ganz rechts. Das heißt also, was wir wollen, sind natürlich auch Strategien zu entwickeln, die uns sagen, es ist wahrscheinlich vorteilhafter, hier lang zu gehen und weniger vorteilhaft, hier lang zu gehen. Wir versuchen es erstmal hier, bis wir zu einer Lösung kommen. So, das hatten wir alles schon gesehen, will ich nicht nochmal durchgehen. Das können Sie sich auf den Aufnahmen, wenn Sie dann endlich mal online sind, sich nochmal alles anschauen. Also ich bin hinterher, dass die Aufnahmen jetzt hoffentlich endlich
online sind. Ich habe einen meiner Assistenten jetzt damit beauftragt, dass er das dann übernimmt, weil so wie ich es mir bisher vorgestellt hatte, scheint es nicht zu klappen. Das hatten wir uns auch schon betrachtet, dass man nicht nur einen Schritt zurückgeht, wenn man in einen Konflikt reingeht. Also hier, dieser Baum suggeriert, wir gehen immer runter, stellen fest, hier gibt es einen Konflikt, also gehen wir einen Schritt wieder hoch, stellen fest, wenn wir wieder den nächsten Versuch starten, dass es einen Konflikt gibt, gehen wieder hoch, einen Schritt zurück und so weiter. Aber wie wir an diesem Beispiel letztes Mal schon gesehen haben, muss das nicht unbedingt etwas bringen, denn Sie sehen hier die Konflikte mit anderen Damen. Hier ist ein Konflikt mit der Dame in Spalte 1. Hier ist ein Konflikt mit den Damen in Spalte, in Spalte 3 und genau hier und in Spalte 4 und so weiter, dass es gar nichts bringt. Die letzte Dame, die hier in der fünften Spalte platziert ist, wieder wegzunehmen, denn überall da, wo es einen Konflikt mit der Dame in der fünften Spalte gibt, gibt es auch Konflikte mit anderen. Das heißt, man verschwendet Laufzeit, indem man einfach nur einen Schritt zurückgeht, wie der Baum eben suggeriert hat. Man muss algorithmisch genauer hinschauen, zum Beispiel hier beim N-Damen-Problem, dass man sich das hier, diese Sequenz von Zahlen hier genau anschaut, um zu sehen, dass man mindestens zwei Schritte zurückgehen muss. Oder vielleicht noch mehr Schritte, dass man versucht zu verstehen, was hat diese ausweglose Situation, diese Sackgasse letztendlich, was ist der Hauptschuldige, was ist die hauptschuldige Konstellation und so weit zurückspringen. Diese hauptschuldige Konstellation könnte ja theoretisch weit vorne sein. Die muss ja gar nicht hier in den letzten Schritten passiert sein. Wir können vielleicht schon ganz zu Anfang einen Fehler gemacht haben. Das sehen Sie ja nochmal bei dem Beispiel hier. Hier, in der allerersten Schritt auf der linken Seite, haben wir schon von vornherein einen Fehler gemacht, der nicht mehr auszubügeln ist, weil Sie sehen, es gibt keine Möglichkeit hier drunter mehr, eine Lösung zu finden. Schon dieser allererste Schritt war ein Fehler. Das heißt also, ideal wäre es zu verstehen, auch wenn man vielleicht das nicht hier schon sieht, sondern wenn man runtergegangen ist irgendwo, zu verstehen, dass das, was hier zum Konflikt letztendlich geführt hat, hier vorne schon der erste Schritt war, dass das nicht auflösbar ist. Das gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an heute. Das hatten wir auch schon betrachtet, Konsistenztechniken. Das ist jetzt nicht mehr das N-Damen-Problem, sondern allgemein betrachtet. Wir hatten hier zwei Variable, die einfach Groß A und Groß B genannt sind. Beide haben einen Wertebereich. Die Variable A kann einen der Werte 3 bis 7 annehmen, ganzzahlig. Die Variable B kann einen der Werte 1 bis 5 annehmen, ganzzahlig. Und wir haben, es ist ein sehr einfaches Beispiel, wie Sie sehen, wir haben nur eine einzige Nebenbedingung, nämlich dass die Variable A kleiner, der Wert von A kleiner dem Wert von B ist. Und allein diese Nebenbedingung hier schon besagt, dass die meisten Werte von A und die meisten Werte von B von vornherein gar nicht mehr möglich sind. Ja? Wenn A kleiner B gelten soll, ja, B kann höchstens 5 sein, das heißt also 5, 6, 7 kann für A gar nicht mehr sein. Und wenn muss mindestens 3 sein, das heißt 1, 2, 3 können für B gar nicht mehr sein. Gut, das ist natürlich nicht vollständig. Es sind immer noch Paare drin von Belegungen für A und B, wie hier A gleich 4, B gleich 4, die immer noch nicht die Nebenbedingungen erfüllen, aber immerhin, wir haben den Lösungsraum schon mal deutlich reduziert. Und ich hatte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch eine allgemeine Erfahrung kommuniziert, die da sehr wichtig ist. Das sieht alles aus wie Spielereien. Gut, das N-Damen-Problem ist tatsächlich eine Spielerei, aber eine sehr lehrreiche. Aber das sieht auch aus wie Spielereien. Aber oft ist es so, wenn Sie aus der Praxis eine Problemstellung bekommen, egal woher, aus der Logistik, Transportplanung, Projektplanung, was auch immer, dass da so viel Redundanz drin steckt in den Daten, die Sie bekommen, und dass Sie durch solche Techniken im Prinzip dafür sorgen kann, dass das Problem, also in gewisser Weise steckt da viel Rauschen drin in dem Problem, viele Möglichkeiten,
das Problem zu lösen, die in Wirklichkeit gar keine Lösungen sind. Und durch solch einfache Techniken kann man deshalb in der Praxis viel reißen, dass man zunächst einmal das Problem eben nicht unbedingt hundertprozentig löst damit, aber das Problem deutlich reduziert. Vor ein paar Terminen hatte ich Ihnen ein anderes Beispiel dazu gezeigt aus meiner eigenen Praxis. Sie erinnern sich, die Überdeckung von Zügen durch Servicebahnhöfe, wo einfache Reduktionstechniken dafür gesorgt haben, dass am Ende, das, was am Ende nach dieser Reduktion übrig geblieben ist, dass sich das sehr effizient optimal lösen konnte, ließ, allein durch Brute Force ausprobieren aller Möglichkeiten. So schön wird es natürlich im Allgemeinen nicht sein, wie in diesem Beispiel mit den Zügen, aber immerhin, man kann eine ganze Menge vorher machen, um die Problemstellung deutlich zu reduzieren, bevor man dann anfängt, mit anderen Algorithmen daran zu arbeiten. Und letztendlich reden wir hier von solchen Dingen. So, diese Constraint Hypergraphs hatten wir schon eingeführt. Will ich noch mal kurz die wesentlichen Punkte. Node Consistency ist eine einfache, sehr primitive Sache. Sie haben ja potenziell Bedingungen auf einer einzigen Variable, zum Beispiel x kleiner 1. Solche Bedingungen kann es ja geben. Das hatten wir bei ganzzahllinearen Programmen. Da sollte x aus 0, 1 sein, das heißt x größer gleich 0 war eine Bedingung, x kleiner gleich 1 war eine Bedingung. Und mögliche Variablenwerte im Wertebereich von x, die nicht größer gleich 0 oder kleiner gleich 1 sind, wären damit sofort abgeschnitten. Node consistent heißt, dass wir dann tatsächlich den Wertebereich jedes Knotens so weit reduziert haben, dass jede Bedingung, die nur dieses x als Variable enthält, wie x kleiner gleich 1 zum Beispiel, so eine Bedingung, dass jede dieser Bedingungen erfüllt ist durch alle Werte, die dann noch in dem reduzierten Wertebereich drin sind. Kantenkonsistenz ist ein Schritt weiter. Nämlich, dass wir Paare von Bedingungen haben. Das ist genau der Fall, den wir in diesem Beispiel hier hatten. Wir haben eine binäre Bedingung. Eben bei Knotenkonsistenz hatten wir eine unäre Bedingung auf einer Variable. Jetzt haben wir eine binäre Bedingung auf zwei Variablen. Und wir sagen, dass die Wertebereiche von A und B kantenkonsistent sind, wenn die Wertebereiche so weit reduziert worden sind, dass alle Paare, schauen wir mal, nein, das ist falsch formuliert. Wir müssen jetzt hier ganz genau auf die Formulierung achten. Für jeden Wert in der Domäne der einen Variable, im Wertebereich der einen Variablen, gibt es einen Wert im Wertebereich der anderen Variablen, sodass die beiden Werte x und y dann tatsächlich die Bedingung erfüllen. Und das ist hier in diesem Beispiel tatsächlich erfüllt. Sie sehen hier in dem vorletzten Spiegelstrich noch eine Bemerkung. Wenn wir durch die Bedingung a kleiner b die beiden Wertebereiche von a und b auf 3, 4 und auf 4, 5 reduziert haben, gibt es immer noch Paare von Werten a gleich b gleich 4, die die Bedingung a kleiner b nicht erfüllen. Aber Kantenkonsistenz ist schwächer, verlangt nicht so viel. Sie sehen ja, wie schwer es ist. Sie kriegen das gar nicht hin, zwei Wertebereiche hier zu definieren, die kantenkonsistent sind, also die solche unzulässigen Paare nicht mehr enthalten, weil dann müssten Sie hier noch was rausstreichen und Sie wissen nicht, ob Sie das dürfen, ob Sie sich damit nicht die Lösung verbauen. Ja, allgemein wird man das gar nicht schaffen, so wie in diesem Beispiel auch. Wenn ich noch zusätzliche Bedingungen gibt, die einem da sind, die einem mehr Informationen geben, was man hier noch ausschließen kann an Werten, dann müssen wir damit leben, dass es noch Paare gibt, die Werte von A und von B, die Nebenbedingungen a kleiner b nicht erfüllen. Aber Kantenkonsistenz ist aus diesem Grund schwächer. Für jeden Wert in der einen Wertebereich, also für 3 oder 4 für A, gibt es jeweils einen Wert in der anderen, also 4 oder 5, sodass dieses Paar dann tatsächlich die Bedingung erfüllt. Für 3 ist es die 4 oder auch die 5. Für 4 ist es die 5.
die das erfüllen würde. Deshalb, weil man solche Fälle nicht so richtig schön ausschließen kann, ist Kantenkonsistenz deutlich schwächer definiert. Aber immer noch stark genug, um viel zu reißen. So, warum reden wir von Knoten und Kanten da? Nochmal zurück. Sie können die Variablen auffassen als die Knoten eines, nicht unbedingt eines Graphen, sondern eines Hypergraphen. Das, was ich jetzt anzeichne, war schon beim letzten Mal. Das ist nur noch mal eine Erinnerung. Und eine Bedingung, die nur eine Variable, Groß A hier zum Beispiel, enthält, sowas wie x kleiner 1 oder a kleiner 1 in diesem Fall. Das ist dann eine Knotenbedingung, weil sie nur diesen Knoten enthält. Eine Bedingung, die a und b enthält, wäre dann eine Kantenbedingung. Und wenn sie noch mehr als zwei Variablen enthält, was ja durchaus häufig vorkommt, schon sogar sehr viele. Oft zeichnet man das ein bisschen so, solange es noch übersichtlich bleibt, ist dann etwas, was man in der Graphentheorie eine Hyperkante nennt. Ja, also dieselbe Logik wie beispielsweise Hyperraum. Das ist eben was vierdimensionales oder noch höheres. Raum ist dreidimensional. Kante ist zweiwertig. Hyperkante wäre dann drei oder noch höherwertig. Es ist immer dieselbe Logik wie man dazu kommt, irgendwo das Präfix Hyper dazu zu setzen. Hyperraum ist Ihnen irgendwie aus Science-Fiction-Literatur bekannt, oder? Wem nicht? Okay, fürs Protokoll, es waren keine Meldungen da. So. Gut, hier ist nochmal ein Beispiel mit zwei Bedingungen. Eben hatten wir ein Beispiel Kantenkonsistenz mit einer Bedingung, jetzt mit zwei Bedingungen und drei Variablen, x ungleich z und y kleiner z. Das sind die drei Wertebereiche, jeweils 1, 2. Und sie. Was Sie hier auf der linken Seite haben, ist das Original. Das ist nicht kantenkonsistent. Warum? Weil die 2 zum Beispiel hier bei x bedeutet, wenn der Wert 2 hier steht, dann bedeutet das, dass hier eine 1 stehen muss bei z. Und dann ist diese Bedingung nicht mehr erfüllbar. Also wenn ihr x den Wert 2 hat, ist die Bedingung hier hinten nicht mehr erfüllbar zwischen z und y, dass y kleiner z ist. Und umgekehrt, wenn y gleich 2 ist, dann ist von vornherein auch diese Bedingung nicht mehr erfüllbar, dass y kleiner z ist. Ja, also wenn wir hier bei x und bei y jeweils schließen, dass sie nicht. Dass es da keine Belegung der Werte, wenn ich x hernehme, x gleich 2, den Wert 2 für x, dann kann ich versuchen, eine Belegung von z und y zu finden, sodass sich insgesamt eine konsistente Belegung findet. Und wenn ich das nicht finde, dann kann ich die 2 sicher eliminieren. Und genau aus demselben Grund kann ich die 2 hier eliminieren, dann kommen wir zur rechten Seite. Ah ja, die 1 hier oben kann ich auch eliminieren, weil. Die Bedingung y kleiner z kann ich mit z gleich 1 niemals erfüllen, wenn y 1 oder 2 haben kann als Wert. Und so kommen wir hier zur Kantenkonsistenz. Sie sehen, wir reden nicht, wie in dem ersten Beispiel mit a und b, wir reden nicht immer davon, dass wir uns jede Kante einzeln anschauen, sondern dass dieser Wert 2 bei x nicht möglich ist, ergibt sich erst dadurch, dass wir nicht nur x mit 2 belegen, dann automatisch, da x ungleich z ist, z mit 1 und erst dann finden wir hier heraus, dass die Bedingung y kleiner z die nächste Kante nicht erfüllbar ist. So, Sie sehen auch, dass wie das Kantenkonsistenz, das hatten wir eben schon mal festgestellt, hier nochmal ein Beispiel, dass Kantenkonsistenz zwar schon sehr viel reißt, erfahrungsgemäß, das sage ich Ihnen jetzt einfach mal so, Sie können mir diese Erfahrung glauben oder nicht. Aber Sie sollten durchaus, wenn Sie vor einer Problemstellung stehen, berücksichtigen, dass man mit solchen Techniken vielleicht erstmal anfängt, die ja auch relativ einfach zu implementieren sind, und sich dann anguckt, wie die Instanzen, die man aus der Praxis bekommen hat, wie man die dann, was dann am Ende nach Anwendung solcher Techniken rausbekommt. Sie sehen hier,
nochmal fast dasselbe Beispiel, nur mit x, y, z jeweils ungleich. Also die müssen alle drei ungleich sein. Da sehen Sie natürlich sofort, das kann gar nicht sein, wenn x, y, z jeweils nur zwei Werte, 1 und 2, annehmen kann. Das ist kantenkonsistent. Sie finden von x eine Belegung für y. Für jedes x finden Sie, für jeden x-Wert finden Sie eine Belegung y-Wert, für jeden y-Wert eine Belegung z-Wert und für jeden z-Wert Belegung x-Wert. Aber insgesamt ist es natürlich nicht lösbar. Deshalb hat man weitere, noch schärfere Begriffe von Konsistenz eingeführt, die ich hier nicht weiter diskutieren will. Die sind hier nur erwähnt: Pfadkonsistenz und K-Konsistenz. Wenn es Sie interessiert, können Sie danach googeln. Hier kümmern wir uns nicht weiter darum. Vor allem auch, weil es unter Umständen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Der Aufwand, die Wertebereiche mit solchen Konsistenzbedingungen zu reduzieren, sich einfach nicht irgendwann nicht mehr lohnt. Je komplizierter die Techniken sind, sich einfach nicht mehr lohnt für das, was man dann als Ergebnis dabei herausbekommt. Ja, es ist immer eine Abwägungsfrage, die man in jeder neuen Situation, in jeder neuen Anwendungssituation, bei jeder neuen algorithmischen Problemstellung wieder aufs Neue machen muss. Ja, es kann durchaus Situationen geben, es kann durchaus Anwendungsfälle geben, wo man feststellt, Pfadkonsistenz, was wir hier eben nicht diskutieren, Pfadkonsistenz ist eine sinnvolle Technik. Der Mehraufwand, der an Laufzeit, was es kostet, Pfadkonsistenz herzustellen, ist es wert. So, das gucken wir uns vielleicht am besten wieder am Beispiel an. Hier, wovon hier die Rede ist, nämlich wieder an unserem schönen illustrativen Beispiel, ist im Grunde etwas, was man eigentlich, ja, an diesem Beispiel wird klar, dass wir über Dinge reden, die man eigentlich, auf die man eigentlich auch selber kommen könnte. Nicht? Wo man eigentlich gar keine Vorlesung wie Optimierungsalgorithmen bräuchte, um darauf zu kommen. Aber Sie wissen, auf die einfachsten Ideen kommt man immer als letztes. An diesem Beispiel wird es deutlich, hier hätten Sie das alle intuitiv selber auch gemacht, in anderen abstrakteren Situationen vielleicht nicht von vornherein, nämlich wenn Sie eine Dame platzieren, dass Sie dann hier schon mal alles wegstreichen und dann nur noch gucken, was hier übrig bleibt, hier an Möglichkeiten. Jetzt haben Sie hier die zweite Dame platziert. Streichen noch weiter weg und stellen fest, für die nächste Dame, für die nächste Spalte ist vollständig weggestrichen, können Sie nichts mehr machen. Ja? Und Sie sehen, wenn Sie das vergleichen mit dem ursprünglichen Bild, ist das natürlich deutlich reduziert. Sie haben mehr Aufwand pro Schritt, pro Knoten dieses Graphen, dass Sie alles wegstreichen müssen. Ups, gehen wir mal zurück. Hier war das ursprüngliche Bild. Sie können sich natürlich vorstellen, wenn wir nicht von 4, Kreuz 4 reden, sondern von größeren Dimensionen, dass dann der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern dann auch noch größer wird. So, hier haben Sie mehr Aufwand jeweils, dass Sie alles wegstreichen müssen, aber auf der anderen Seite haben Sie damit den Knoten deutlich reduziert, den Baum deutlich reduziert, sodass Sie schneller dann, wenn es nun mal so ist, dass Sie unglücklicherweise zuerst nach links abgebogen sind, erstmal hier überall rumsuchen und dann irgendwann erst nach rechts kommen, wo es die zulässige Lösung gibt, dass Sie das dann schneller erreichen. Das ist noch einen Schritt weiter. So, was haben wir hier? Hier haben wir die bis dahin gesetzten Positionen haben wir verglichen mit den Positionen, die noch zukünftige Setzungen da setzen würden. Also wir haben hier in diesem Knoten beispielsweise die ersten beiden Spalten besetzt und stellen Konsistenz her, wenn man so will, Konsistenzherstellung, stellen Konsistenz her mit den Variablen, die wir später noch setzen, wobei ich nicht sehe, ich glaube hier, da müsste noch ein Kreuz hin, nicht? An diese Stelle. Denn das wird ja auch überdeckt durch diese Dame, die wir hier hingesetzt haben. Oder? Ja, nicht? Okay. An einigen Bildern fehlt was. Okay. Gut. Das Wichtige ist ja nicht, dass die Bilder richtig sind. Das Wichtige ist, dass ihr Verständnis richtig ist. Und je mehr kleine
hebbare Unstetigkeiten in den Bildern drin ist, umso verständnisfördernd ist das. Das ist zwar jetzt nicht die reine Lehre der Didaktik, aber ich rede ja manchmal von Erfahrungswerten, so hier auch. Und das war jetzt wirklich, das war vielleicht jetzt ein bisschen, naja, was ist es, ein bisschen flapsig gemeint, aber es war durchaus ein bisschen ernst gemeint. Halt, wir sind noch nicht fertig. So. Das haben wir eben gemacht. Die Werte der schon gesetzten Damen vergleichen mit den Möglichkeiten, abgleichen, wenn man so will, mit den Werten der noch nicht gesetzten Damen. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, was hier genau gemacht wurde. Ja, genau. Man hat, also hier ist nur noch das Endresultat da, dass schon festgestellt wird, diese Platzierung der Dame oben links war, also in einer Ecke, war von vornherein ein Fehler, indem man mehr tut, als nur alles abzustreichen, was von dieser Dame, von dieser einzelnen Dame überdeckt wird, sondern indem man dann schon schaut, die nicht abgest genau. Wir haben jetzt hier ja, wenn die erste Dame platziert wird, die unteren beiden Kreuze erstmal noch nicht in der zweiten Spalte. Ja, das war hier noch an dieser Stelle noch frei. Aber man kann weiter schauen, vorwärts schauen, bevor man hier was belegt, kann man weiter schauen, ob da noch Belegungen übrig bleiben. Und wenn keine Belegungen mehr übrig bleiben, dann kann man die natürlich auch auskreuzen und hat das Idealziel erreicht, dass man hier schon weiß, diese Dame da oben ist fehlplatziert. Man hat mehr Aufwand, nochmal mehr Aufwand als eben in einem einzelnen Knoten, aber man hat die Knotenmenge des Baumes nochmal deutlich reduziert. Das heißt, nachdem man das gemacht hat, kommt man darüber und stellt fest, hurra, es klappt. Ja? Ja. Okay, fürs Protokoll die Frage war, was der Vorteil ist. Das ist wie oft im Leben, it depends. Wenn Sie so, Sie müssen, schlimmstenfalls probieren Sie es mal beides aus und stellen fest, was von beiden schneller funktioniert. Und in manchen Situationen stellen Sie fest, das eine funktioniert besser. In anderen Situationen stellen Sie fest, das andere funktioniert besser. Das können Sie sich leisten, weil der Implementationsaufwand relativ klein ist, beide Optionen und nicht nur eine Option zu implementieren. Also die Antwort auf Ihre Frage ist, es gibt nicht immer eine Verbesserung dadurch. Sie müssen sich vorstellen, worüber wir hier die ganze Zeit in der Vorlesung reden, ist ein großer Werkzeugkasten, wo man immer schauen muss, was ist das richtige Werkzeug. Ja, nehmen Sie sich sowas wie Simulated Annealing her. Oder Evolutionsstrategien. In einer Situation, wo in einer praktischen Anwendung, wo man mit lokaler Suche immer wieder super-duper Ergebnisse kriegt, zum Beispiel weil die Situation konvex ist, wo man dann sogar immer die beste Lösung kriegt, hat Simulated Annealing oder Evolutionsstrategie oder sowas keinen Vorteil. In anderen Situationen sehr wohl. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, ich habe Ihre Frage beantwortet. Nee, man expandiert den Knoten nicht wirklich, sondern man rechnet ja auf dem einen Tableau nur. Man rechnet ja nicht mit mehreren Tableaus. Und man guckt sich gleich gemeinsam, die beiden gemeinsam an, die jetzt hier ausgekreuzt sind, und guckt sich an, ob irgendwas, der eine streicht das weg, der andere streicht das weg, ob dann irgendwas übrig bleibt. Es ist eine ähnliche Situation, als wenn man es expandieren würde. Das ist richtig. Was jetzt besser ist, was weniger gut ist, das muss man dann sehen. Eine bessere Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Dazu sind wir leider zu nah an der realen Welt. Auch wenn das hier kein reales Weltbeispiel ist mit den N-Damen.
So, vielleicht nur ganz kurz, bevor wir, ja, letzter Punkt. Wenn wir solche Techniken anwenden, dass wir Wertebereiche reduzieren, ist immer die Frage, wo fangen wir denn eigentlich an? Was ist aussichtsreich? Mit welcher Variable fangen wir denn an? Welche Variable betrachten wir als nächstes und so weiter? Und das ist jetzt auch wieder eine Kommunikation aus Erfahrungen. Was sich bewährt hat, sind vor allem zwei Regeln. Wenn eine Variable von vornherein schon einen kleinen Wertebereich hat, dass es durchaus aussichtsreich ist, die dann als erstes herzunehmen und deren Wertebereich noch weiter zu verkleinern. Weil wenn Sie eine Variable haben, die einen riesen Wertebereich hat, von 1 bis 1000, und Sie schaffen es, diesen Wertebereich auf 1 bis 999 zu reduzieren, da haben Sie nicht viel gewonnen. Aber wenn Sie eine Variable haben mit Wertebereich 1 und 2 und Sie schaffen es, den auf 1 zu reduzieren, dann haben Sie so in Anführungszeichen das Ganze auf die Hälfte reduziert. Natürlich nicht immer, weil die beiden Teilmengen des Lösungsraums, wo der Wert dieser Variablen 1 und wo er 2 ist, natürlich nicht gleich groß sind, aber so als heuristische Vorstellung. Oder andere Regel, die sich durchaus bewährt hat, ist, da wo es schon richtig dicke Nebenbedingungen gibt, da eben noch mehr drauf zu schauen, weil die Wahrscheinlichkeit sogar groß ist, dass man den Wertebereich ganz stark reduzieren kann mit den Bedingungen, die man schon hat, plus dem, was man noch einführt. Gut. Mehr will ich hier zu Constraint Programming nicht sagen. Es gibt ganze Tagungsreihen zu Constraint Programming, also mehrere Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden, überall auf der Welt. Es gibt Zeitschriften zu Constraint Programming und alles. Also daran können Sie ja messen, was für ein riesiges Forschungsgebiet das ist, wie bei den anderen Themen auch. Dass wir hier überall sehr große Forschungsgebiete nur kurz antippen. Mehr können und wollen wir in dieser Vorlesung hier natürlich nicht. Mehr macht gar keinen Sinn, hier mit Ihnen zu machen, von den Zeitproblemen, die wir damit hätten, natürlich mal ganz abgesehen. Es kann hier nur darum gehen, einen Überblick zu geben, dass Sie ungefähr eine Vorstellung haben, vielleicht wann Sie an welche Art von Technik denken sollten und dass Sie auch wissen, wo und wie Sie sich dann darüber informieren können, dann über weiteres. Die Literatur zerfällt typischerweise immer, oder zerfällt ist vielleicht zu viel gesagt, aber Sie finden typischerweise auf der einen Seite mathematische Abhandlungen, Beweise von irgendwelchen Konvergenzverhalten beispielsweise für spezielle Situationen und ähnliches und auf der anderen Seite zweitens Erfahrungsberichte von praktischen Anwendungen und drittens auch empirische Computerstudien auf Basis von künstlich generierten, aber systematisch generierten Instanzen, sodass man da systematische Erfahrungen sammeln kann in puncto Konvergenzverhalten, Laufzeit und so weiter. So, ein weiteres Thema, dynamische Programmierung. Das ist Ihnen vielleicht schon unter diesem Titel begegnet in der Genie 2? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich will ein Beispiel kurz anfangen, das nicht auf den Folien steht, das Sie vielleicht in der GDI 2 gesehen haben. Ein altbekanntes Beispiel, das Sie mindestens in der Mathematik gesehen haben, eigentlich schon in der Schule wahrscheinlich. Sie kennen das hier, oder? Wissen noch zumindest, wie sich das ausspricht, n über k. Und wenn ich es hinschreibe, erinnern Sie sich wahrscheinlich auch wieder an die Formel. So. Wollen Sie berechnen? Nichts einfacher als das. Sie wissen, was die Fakultät ist. Also Sie berechnen das Produkt von 1 bis n, teilen das dann durch das Produkt von 1 bis k und teilen das nochmal durch das Produkt von 1 bis n minus k. Nicht? Würden Sie so machen? Oder? Würden Sie so machen? Ich würde es nicht so machen.
Weil das Zwischenergebnis hier wird riesengroß. Ich glaube, bei n gleich 17 oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, sprengt es schon den Int-Bereich. Und den Long-Bereich sprengt es dann kurz danach. Gut. Zweite Möglichkeit ist, dass sie das als in Produkt Schreibweise umformulieren, das kennen Sie auch. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier, wie war denn das? Mist, ich hätte nochmal nachschauen sollen. Wie ist denn das? Hier steht ein I. Ich hätte echt nochmal nachschauen sollen, sowas Blödes. Wie ist denn jetzt genau das Produkt? Also n-Fakultät durch n-k-Fakultät ist gleich n mal n-1 mal n-k plus 1 und das Ganze geteilt durch k-1 mal 1. Und wir stellen fest, dass das dieselbe Anzahl von Faktoren im Zähler und im Nenner ist. Das heißt, jetzt kriege ich es noch hoffentlich hin. N minus i plus 1 durch i. So muss es jetzt sein, nicht? I gleich 1 bis k. Ginge natürlich auch, hat aber den Nachteil, dass sie mit numerischen Problemen, also mit Rundungsproblemen da herumzukämpfen haben. Sie können rein ganzzahlig rechnen, indem Sie die Rekursionsformel hernehmen. Mache ich das jetzt richtig? Ja. N minus 1 über k minus 1. Ja. Das Pascalsche Dreieck steckt dahinter. Das kennen Sie ja noch. Was ist da das Problem? Wenn Sie das letzte. Wenn Sie so rekursiv das machen, wobei Rekursionsanker ist n über 0 gleich 1 für alle n. Also Sie haben einen Anker, wo die Rekursion endet. Was ist da das Problem? Gar keins. Wenn Sie einfach so rekursiv implementieren, ja, das ist ja sofort. N über k gleich diese Formel ist ja sofort eine Rekursion, die Sie sofort als rekursive Methode in Java oder als rekursive Funktion in C, C++ oder was auch immer implementieren können. Das Problem an der Sache ist hier, kleinen Moment, müssen erstmal das kleine Problem lösen, Platz zu schaffen. Das Problem hier ist erst einmal, wenn Sie n über k berechnen, indem Sie n minus 1 über k minus 1 und n minus 1 über k berechnen, dass das dann ja weitergeht. N minus 2 über k minus 2, n minus 2 über k minus 1. N minus 2 über k minus 1 jetzt und n minus 2 über k minus 2. Ich hoffe, dass. Nee, was mache ich hier falsch? Über k. So. Und das setzt sich immer weiter fort. Ja, Sie kennen das Problem. Das ist ein exponentielles Wachstum an rekursiven Aufrufen und Sie sehen, dass diese rekursiven Aufrufe, dieses exponentielle Wachstum eigentlich völlig unnötig ist. Wie Sie hier sehen, dass immer wieder dieselben Werte berechnet werden. Ja? Hier kommt ein Baum von rekursiven Aufrufen darunter und hier kommt nochmal ein Baum von rekursiven Aufrufen darunter und beide Bäume sind identisch. Beide Bäume werden zweimal
durch die Abarbeitung der rekursiven Methode durchlaufen, ohne Sinn und Zweck. So, die Idee von dynamischer Programmierung ist generell, dass man Rekursionen umdreht. Rekursion heißt, diesen Baum hier top-down zu durchlaufen. Ja? Oben ist n über k, damit haben Sie ursprünglich die Rekursion aufgerufen und die anderen Aufrufe kommen dann so top-down dadurch zustande. Dass man das umdreht, dass man, ich zeichne das mal so, wir haben, mal gucken, ob ich das gut zeichnen kann. Wir haben 0. Was haben, jetzt muss ich mal gucken, bis n. Und wir haben hier k gleich 0, k gleich 1, und so fort. Nehmen wir mal erstmal die erste Schicht. Oder mache ich es mal so: k gleich 0, k gleich 1 und so weiter und so. Nein, Entschuldigung, nicht, eben nicht k, sondern n. N gleich 0, n gleich 1 und so weiter, bis hier zu dem n, was Sie eigentlich haben wollen. N über k für k gleich 0 wissen Sie, können Sie überall einfach eine 0 reinschreiben. So, jetzt gehen wir k gleich 1. N gleich 1, k gleich 1. Damit beginnt. Da schreiben Sie n über 1 rein. Was ist das? Das ist einfach n. Hier steht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Hier schreiben Sie jetzt, das deute ich jetzt nun mal so an, hier 2 über k gleich 2, 3 über 2, 4 über 2 und so weiter. Sie sehen das Bildungsprinzip. Der entscheidende Punkt ist der, zunächst einmal, wenn Sie sich die Formel nochmal vergegenwärtigen, dass Sie das berechnen aus den beiden Werten, dann finden Sie das hier als so ein Bild. N über k. Hier haben Sie n minus 1 über k minus 1. Und hier haben Sie, also hier setze ich das bis da oben hin fort, als so ein Dreieck, was letztendlich das Pascalsche Dreieck irgendwie umgedreht ist, irgendwie ein bisschen anders gedreht. Und hier n minus 1 k. Sie können immer, wenn Sie in einer Zeile, das ist jetzt das Entscheidende, wenn Sie in einer Zeile die Werte berechnet haben, können Sie daraus die Werte der nächsten Zeile berechnen und haben jeden einzelnen Zwischenwert hier, wie diesen, genau einmal berechnet. Und natürlich alle Zwischenwerte, die hier unten waren, auch genau einmal berechnet und haben dieses vielfache, unsinnige, redundante Wiederholen der Berechnung derselben Werte immer wieder aufs Neue haben Sie damit vermieden. Das ist das Grundprinzip, was meines Erachtens an diesem Beispiel sehr, sehr gut darstellbar ist. Ich weiß nicht, haben Sie das in der GDI2 gesehen, dieses Beispiel? Okay, dann haben Sie jetzt was Neues gesehen. Bin ich ja beruhigt. Und wenn Sie es noch schlau anstellen, dann brauchen Sie jetzt nicht so ein zweidimensionales Array dazu, sondern dann können Sie immer wieder, dann brauchen Sie nur dieses Array und überschreiben immer wieder die Werte. Also erst sind die Werte der nullten Zeile drin, die für k gleich 0, dann überschreiben Sie es geeignet mit den Werten der ersten Zeile, mit den Werten der zweiten Zeile und so fort. Das finden Sie so häufig im Internet irgendwo, diesen Algorithmus, dass wir das hier nicht weiter ausführen müssen. Wie man das machen kann in einem einzigen Array,
Zeile für Zeile nacheinander zu berechnen und abzuspeichern, bis man am Ende in der letzten, in der letzten Komponente des Arrays zu dem gesuchten Ergebnis kommt. Das ist das Grundprinzip von Divide and Conquer. Entschuldigung, von dynamischer Programmierung. Divide and Conquer haben Sie wahrscheinlich in GT2 auch kennengelernt. Beispiel, Standardbeispiel ist Merge Sort. Das ist was anderes. Merge ist was anderes. Auch da haben Sie, oder Quicksort, was auch immer, da haben Sie auch eine binäre Rekursion, ja, dass innerhalb eines Rekursionsaufrufes zweimal rekursiv derselbe Algorithmus aufgerufen wird, aber auf disjunkten Teilmengen der Gesamtinstanz. Ja, das ist eine völlig andere Situation. So, hier gehen wir mal noch mal ganz kurz drüber und kommen zum nächsten Beispiel. Wir werden da gleich noch mal zurückkommen. Anderes interessantes Beispiel ist Matrixmultiplikation. Sie haben jetzt hier verschiedene Matrizen von verschiedenen Größen. Ja? Also wie Matrixmultiplikation funktioniert, setze ich jetzt einfach mal voraus. Gut. So, hier zum Beispiel eine 10x100 Matrix, eine 100x5 Matrix und eine 5x50 Matrix. Ja, soll ja mal vorkommen. Jetzt ist es entscheidend, das können Sie hier sehen. Sie wissen, es gilt das Assoziativgesetz bei der Matrixmultiplikation. Ja, Sie erinnern sich dunkel an so furchtbare Worte wie Assoziativgesetz. Sie wissen, Sie können erst A1 mit A2 multiplizieren und dann das Ergebnis, was Sie daraus bekommen, nochmal mit A3 multiplizieren. Oder Sie können erst A2 mit A3 multiplizieren und A1 dann mit dem Ergebnis von den beiden multiplizieren. Beides führt zum selben Ergebnis wegen der Assoziativität. Führt aber in puncto Anzahl der Multiplikationen, die Sie auszuführen haben, nicht zum selben Ergebnis. Ich will die Rechnung jetzt hier nicht nochmal durchgehen, das können Sie im stillen Kämmerlein selber durchgehen. Falls Sie der Meinung sind, dass Sie in der Rechnung einen Fehler gefunden haben, geben Sie mir Bescheid, aber ich glaube, die Rechnung ist korrekt. Aber Sie sehen den deutlichen Unterschied. Sie haben 7500 normale skalare Multiplikationen. Skalar heißt eben von zwei Zahlenwerten, also von zwei Double, ganz konkret bei Java oder C++ oder C. Und hier haben Sie 75.000. Ja, also es ist ein deutlicher Unterschied. Ja, man kann es gut oder man kann es schlecht machen. Und wenn Sie jetzt nicht nur eine Kette von dreien haben, wo Sie das jetzt noch gut ausrechnen können, sondern Sie haben jetzt eine lange Kette, ja, von Matrizen. Sie haben jetzt A1 mal A2 mal A3 mal A4 mal A527 mal A528 mal A796 mal A797 und so weiter und so fort. Bis zu irgendwie A1000 meinetwegen. Dann können Sie natürlich nicht mehr vorab hier diese Rechnungen ausführen, wie Sie klammern müssen, denn Sie haben exponentiell viele Möglichkeiten zu klammern. Sie können zum Beispiel sagen, ich berechne zuerst die beiden hier und in denen berechne ich zuerst die beiden hier und dann berechne ich die beiden hier mal A5 mal A6. Dann berechne ich erst die beiden hier und dann die hier und so fort. Ja, die Klammerstrukturen können beliebig komplex werden. Und welche dieser Klammerstrukturen jetzt die beste ist, das können Sie jetzt nicht mehr so schön einfach hier mal vergleichen, weil Sie müssten nicht mehr zwei Fälle miteinander vergleichen, sondern exponentiell viele Fälle. Aber Sie sehen nochmal an diesem schönen Beispiel, wie dramatisch die Unterschiede sein können. So, was macht man da? Dynamische Programmierung natürlich, ist ja schließlich der Name des Abschnitts. Was heißt das? Das heißt erstmal Tafelwischen, wie üblich. Ups.
So. Wenn Sie da sowas haben von A1 bis irgendwo A1000 meinetwegen, 1000 Matrizen miteinander zu multiplizieren. Wir wissen nicht, wie die Optimallösung aussieht, noch nicht. Wollen wir ja erst rauskriegen. Aber irgendwo gibt es für diese Klammerung eine oberste Stufe. Irgendwo gibt es ein AI und AI plus 1. So, dass wir zuerst mit irgendwelchen wilden Klammernstrukturen darin, mit irgendwelchen Reihenfolgen darin, zuerst alles hier aufmultipliziert haben und dann alles hier aufmultipliziert haben. Das muss es irgendwo geben. Wenn wir von rechts nach links einfach blind aufmultiplizieren, dann wäre das Ergebnis gerade A1 mal A2, nee, mache ich das richtig? Nee, so rum. A2, A3, Klammer zu, A4, Klammer zu, A5, Klammer zu und so weiter bis A1000, Klammer zu. Klammer zu brauchen wir jetzt, ja, machen wir auch Klammer zu. Und hier entsprechend viele Klammer auf. Das heißt also, das wäre, wenn wir blind von links nach rechts multiplizieren, ohne uns Gedanken darum zu machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann wäre das der Fall I gleich, was ist denn das? 999. Hätten wir sozusagen dann gewählt, wenn wir einfach von links nach rechts aufmultiplizieren. So, das hier, das obere, das werde ich jetzt mal vielleicht das untere wieder wegwischen, das ist sicherlich nicht ganz so wichtig. Das gibt eine Rekursion, nämlich einerseits A1 plus AI und andererseits AI plus 1 bis A1000. Ja, wenn ich wüsste, dass das I richtig gewählt ist, dann bräuchte ich nur noch in Anführungszeichen hierfür eine optimale Auswertungsreihenfolge und hierfür eine optimale Auswertungsreihenfolge berechnen und hätte ein Gesamtergebnis. Ich weiß es aber nicht. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss über alle möglichen Is das Minimum finden. Minimiere oder das Optimum für 1 bis 1000 ist gleich dem Minimum vom Optimum für 1 bis i plus Optimum für i plus 1 bis 1000, wobei i, welche Werte kann es annehmen? 1 bis 999. Ups, geschweifte Klammer. Ja, wir wissen nicht, welches das richtige i ist, also schreiben wir erstmal hin, wir wollen über alle möglichen Is, die in Frage kommen, das Beste haben. Was ist das Beste? Das ist einerseits das Beste für die linke Seite bis zum i und andererseits das Beste für die rechte Seite ab dem i plus 1. Die beiden natürlich addiert. Da fehlt natürlich noch was plus dem Aufwand,
den die beiden machen. Plus Aufwand, letzte Multiplikation. Beide Matrizen zusammen multiplizieren. Das hatte ich jetzt für ihr unterschlagen. Also die Ergebnismatrix zu multiplizieren mit der Ergebnismatrix hier. So. So, jetzt schreiben wir erst einmal, worum es eigentlich geht hier. Wir haben das eigentlich schon gesehen. Fully parenthesized, da steckt das Wort Parenthesis drin. Das ist die runde Klammer. Im Englischen wird zwischen den verschiedenen Klammerarten mit verschiedenen Worten unterschieden, mit verschiedenen Wörtern unterschieden. Die runde Klammer ist Parenthesis. Im Deutschen spricht man auch von Parenthese, meint aber mal was anderes. Die geschweiften Klammern sind Braces und die eckigen Klammern sind Brackets. Habe ich doch, glaube ich, richtig in Erinnerung. Ich glaube schon, dass es so war. So, fully parenthesized heißt im Prinzip, jetzt weiß ich nicht, ob wir das noch hier irgendwo haben, ja, heißt, dass wir die Auswertungsreihenfolge durch Klammern, die Auswertungsreihenfolge, die wir haben wollen, durch Klammern vollständig angezeigt haben. So, entweder also eine rekursive Definition, entweder eine einzelne Matrix. Also hier in dem Fall die hier, wenn wir die erstmal ausgespart haben. Oder das Produkt zweier Rekursionen, zweier solcher voll eingeklammerten Matrixprodukte und da wiederum eine Klammer drumherum. Das heißt, das, was ich da jetzt hingezeichnet habe, entspricht nicht dieser Definition, denn am Ende des Tages muss noch, damit der Definition Genüge getan wird, muss um das Endergebnis auch noch eine Klammer. Dann entspricht es dieser Definition. So, was wollen wir? Wir haben gegeben, diese Matrizen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, mit irgendwelchen Dimensionen, die natürlich so zusammenpassen, dass die Matrixmultiplikation definiert ist. Also, Sie können ja nur zwei Matrizen multiplizieren, wenn die Spaltenzahl der ersten identisch ist mit der Zeilenzahl der zweiten. Das muss natürlich Voraussetzung sein. Und wir wollen jetzt Klammern setzen, vollständig Klammern setzen zur Angabe der Auswertungsreihenfolge, sodass diese Anzahl der Skalarmultiplikationen minimiert wird. Und hier sehen Sie in etwas anderer Form diese Minimumsbildung, die ich eben hier an der Tafel hatte, beziehungsweise noch habe. Hier unten mit etwas anderer Notation. Was ist dieses MIJ? Das wird hier irgendwo definiert. Ist es auf dieser Folie? Ja, hier, gleich darüber. Das ist das, was ich hier als Optimum für irgendwas geschrieben habe. Dieses MIJ ist das Optimum für die optimale Multiplikations-Auswertungsreihenfolge für die Matrizen von AI bis AJ, für irgend so eine Teilsequenz der Gesamtsequenz aller Matrizen. Wenn I gleich J ist, dann ist das natürlich 0. Klar. Eine einzelne Matrix ist nicht zu multiplizieren. Die ist einfach da. Da ist nichts zu tun. Wenn aber nicht i gleich j ist, sondern wenn i kleiner j ist, wenn wir also eine Sequenz haben, wenn wir uns eine Sequenz AI bis AJ von Matrizen ansehen, die mehr als eine Matrix umfasst, dann kommt jetzt genau diese Bedingung zum Tragen. Kann sein, dass ich bei den Notationen das ein bisschen anders gehandhabt habe, wie hier. Ich glaube gar nicht mal. Müsste ungefähr dasselbe Notation sein. Das Optimum für den ersten Bereich, vom Anfang der Sequenz bis zu einem Wert k, das Optimum für den zweiten Bereich, ab k plus 1 bis zum Ende der Sequenz, das Ganze über alle möglichen k's, die hatte ich hier jetzt als i's definiert. Was hier k steht, ist hier i. Ich sollte das vielleicht mal entsprechend anpassen. Hier, konform zu den Folien, steht hier überall ein k. So, da fehlt noch eins.
Der Aufwand für den ersten Teil, der Aufwand für den zweiten Teil und das, was ich hier noch unten dazu geschrieben habe, Aufwand für die letzte Multiplikation, der hängt natürlich von den drei Dimensionen der beiden beteiligten Matrizen ab. Ja? Der erste Teil hier ergibt eine Matrix mit einer bestimmten Zeilen- und einer bestimmten Spaltenzahl. Der zweite Teil hier ergibt eine bestimmte Zeilen- und eine bestimmte Spaltenzahl. Und Sie können leicht selber nachprüfen, dass das hoffentlich die richtige, was ist P hier? Ist das die Zeilen- oder die Spaltenzahl? Wo haben wir das denn? Also P ist natürlich immer beides. Es ist Zeilenzahl einer Matrix und, nein, Spaltenzahl einer Matrix und Zeilenzahl der nächsten Matrix. Können Sie nachprüfen in einer ruhigen Stunde, dass das hier als Aufwand für die letzte Multiplikation hoffentlich korrekt ist. Bin ich mir aber sicher. So, das wäre dann der Algorithmus in diesem Beispiel. Das ist einfach nur eine Herumhuberei mit Indizes. Ja, da steckt jetzt eigentlich gar nicht so viel neue Information drin. Sie sehen hier, haben wir die Minimumsberechnung. So, wir fangen erst einmal an, dass wir die Werte, die wir schon kennen, nämlich die Werte, wo von allen einzelnen Matrizen, dass wir die schon einsetzen, nämlich zu 0 für eine einzelne Matrix, ist nichts zu tun. Und schrittweise gehen wir vor, dass wir schrittweise für immer größere Teilbereiche, das sollte ich vielleicht mal doch versuchen zu visualisieren, was hier eigentlich in dem Algorithmus passiert. Wir haben jetzt den Bereich, ich notiere mal das so, vielleicht von 1, ein bisschen tiefer, von 1 bis 1000. Also das ist eine Gerade, ne? Sind wir uns einig? Und was wir uns im ersten Schritt angucken, I gleich J ist, wie mache ich das jetzt richtig? Ich glaube, ich muss es ein bisschen anders formulieren. Eins, diese Häkchen hier, die ich da eingezeichnet habe, sind die Zahlen. Ich glaube, das wird dann klarer. So, für I gleich J gucken wir uns jedes Intervall an. Berechnen wir alle Werte in dem ersten Schritt des Algorithmus, in dem ersten Durchlauf der Schleife, oder beziehungsweise in diesem Fall in der Initialisierung, berechnen wir uns für jeden Wert einzeln etwas. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen, i gleich j minus 1, die unterscheiden sich um 1, dann machen wir Folgendes. Ich deute das mal so an. Für diese zwei und so weiter. Für jedes aufeinanderfolgende Paar bis hierhin berechnen wir uns den optimalen Wert. Und für den nächsten Schritt, wenn die beiden sich schon noch mehr unterscheiden, wenn wir drei Matrizen drin haben, berechnen wir uns für dieses Triple und für dieses Triple und für jedes Triple. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja? Was aber passiert ist, in der Initialisierung berechnen wir das Optimum für jede einzelne Sequenz
die genau eine Matrix enthält. In der ersten Iteration berechnen wir daraus dann das Optimum für jede Sequenz, die zwei Matrizen enthält, für jede Teilsequenz, die zwei Matrizen enthält, indem wir uns einfach diese Matrixmultiplikation genau anschauen. Für jedes, dann im nächsten Iterationsschritt berechnen wir dann das Optimum für die Sequenz 1, 2, 3, die Sequenz 2, 3, 4, die Sequenz 3, 4, 5 und so weiter und so fort bis n-2, n-1, n und so weiter. Jeweils für die Dreier, und das haben wir hier gesehen, wie man das macht, indem wir einmal so rumklammern und einmal so rumklammern und so fort. Immer weiter. Für später, wenn wir jetzt die Ergebnisse haben für Sequenzen der Länge 500, also nehmen wir an, für Sequenzen der Länge 527, dann berechnen wir da für alle Sequenzen der Länge 527, das heißt von 1 bis 527, von 2 bis 528, von 3 bis 529 und so fort, dann berechnen wir daraus das Optimum für alle Sequenzen der Länge nach dieser Rekursionsformel, das Optimum für alle Sequenzen der Länge 528 und so fort. Ist dasselbe Schema, wie wir das schon hatten bei den Binomialkoeffizienten. Und mehr steht hier eigentlich nicht, das nur umformuliert in so einen Pseudocode. So, was ist das? Ach so, das ist noch ein bisschen mehr Code drumherum. Was sagt das jetzt hier? Jetzt muss ich nochmal. Ach so, das ist die rekursive Möglichkeit, wie man das machen kann. Genau, Entschuldigung, das ist jetzt die rekursive Möglichkeit. So, nächstes Beispiel ist aus der Biologie, auch wieder ein Beispiel für dynamische Programmierung. Sie haben zwei Sequenzen. Wir reden hier von DNA-Sequenzen. Das ist Ihnen vielleicht aus der Biologie noch irgendwie dunkel geläufig. Ich weiß nicht, Mittelstufe oder wo. Also ich hatte das Thema DNA-Sequenzen in der Biologie und ich habe Biologie nach der Mittelstufe abgewählt. Insofern wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn Sie es auch in der Mittelstufe vielleicht gesehen haben. Sie wissen, das menschliche Erbgut, und nicht nur das menschliche, sondern auch von allen Tieren und von allen Pflanzen und noch niederen Lebensformen ist nach einem einheitlichen Schema kodiert. Das ist die DNA-Sequenz. Aus Sicht der Informatik oder aus unserer üblichen Sicht oder aus Sicht der Mathematik interessiert uns natürlich überhaupt nicht, was das jetzt genau für chemische Formeln sind, die in diesem Riesenmolekül drin sind, sondern die Information, die uns interessiert und die wir zu verarbeiten haben, ist eine DNA-Sequenz, ist ein String von ziemlich großer Länge, von Milliardenlänge, über einem Alphabet mit vier Buchstaben. Diese vier Buchstaben werden traditionell ACGT genannt. Das sind die Anfangsbuchstaben der vier Säuren, die da tatsächlich dann diesen String bilden. So, und Sie wollen zwei solcher Strings vergleichen. Natürlich wollen Sie nicht in der Praxis nicht zwei solche kleinen, kurzen Strings vergleichen, sondern wie gesagt, Strings, die Milliardenlänge haben. Und was heißt das Vergleichen? Sie wollen versuchen, möglichst große Übereinstimmung zu erreichen. Hier sehen Sie, ich denke, ich weiß nicht, ob das das Optimum ist. Hier sehen Sie zumindest eine sehr gute, wenn nicht sogar optimale Übereinstimmung. Die beiden stimmen überein, die beiden stimmen überein. Das G hat hier keine Übereinstimmung. Das A hier vom zweiten String hat hier keine Übereinstimmung. Deshalb ein Minus hier. Hier sind zwei, die jeweils keine Übereinstimmung haben. Also hier hat man dann immer, um eine Übereinstimmung hinzukriegen, hier an dieser Stelle hat man in S einen Buchstaben übersprungen, hier hat man in T einen Buchstaben übersprungen. Nein, nein, Entschuldigung, hier hat man das G im ersten übersprungen, hier hat man das A im zweiten String übersprungen und hier, wenn Sie so wollen, überspringt man beide gleichzeitig, schreibt sie dahin. Aber die sind natürlich, die passen natürlich nicht. Hier das TT, das AA, das GG, die passen natürlich zusammen.
So kann man das visualisieren, ein solches Alignment, ein solcher Abgleich von zwei solchen Strings. Also letztendlich ist das, Sie kennen das vielleicht von anderem Kontext her, die Edit-Distanz oder eine Verallgemeinerung der Hamming-Distanz. Sagt Ihnen das was? Okay, also diejenigen, denen das was sagt, das ist nichts anderes als die Edit-Distanz und Sie kennen vielleicht, wie gesagt, die Hamming-Distanz. Davon eine Verallgemeinerung ist die Edit-Distanz. Nichts Großartiges. So, wie machen Sie das? Im Prinzip nach derselben Logik, oh, sind das viele Formeln hier, nicht? Das wollen wir gleich wieder entschärfen durch ein paar Bilderchen. So. Wenn Sie diese zwei Strings haben hier, ich deute sie nur mal an, das ist der eine String und das ist der andere String. Dann, gut, die werden natürlich noch immer länger. So. Dann wäre dieses Alignment, dieses perfekte Alignment, das können Sie sich als so ein Matching zum Beispiel auch vorstellen. Ein Matching, bei dem es keine Kreuzung gibt. Ja, natürlich darf nicht das hier sein. Das geht nicht. Ein Matching zwischen den Zeichen des ersten und den Zeichen des zweiten Strings, so dass sich keine zwei Matching-Kanten überkreuzen. So, wenn Sie jetzt hier irgendwo mittendrin zum Beispiel diese Kante drin haben, die beiden korrespondieren miteinander. Haben Sie festgelegt, ja? Sie sind der Meinung, dass das eine gute Idee ist, die beiden miteinander korrespondieren zu lassen. Dann bedeutet das, in dem Bereich des ersten und in dem Bereich des zweiten, das beides zusammengenommen, dieser Bereich des ersten, dieser Bereich des zweiten, für diese zwei Teilstrings wollen Sie natürlich eine optimale Lösung haben. Sie bekommen eine optimale Lösung hier, indem Sie für diese Teilstrings jeweils eine Lösung haben und dann hier sozusagen fortfahren. Jetzt sind wir auch wieder bei einer Rekursion. Das ist die Motivation der Rekursion. Wollen wir mal gucken, dass wir das alles hier. Oh, sind das viele Formeln? Warum müssen das so viele Formeln sein? Okay, konzentrieren wir uns auf diese Formel hier. Ich denke, das ist das Richtige. Und alles, was wir dafür brauchen, müssen wir versuchen, mündlich zu sagen, damit Sie das, wenn Sie wollen, dann natürlich auch nochmal schriftlich nachvollziehen können. Aber, ups, da nicht. Oder gehen wir hier hin? Nö, gehen wir erstmal zu dieser rekursiven Formel. So, was ist, das ist DIJ, das steht glücklicherweise auf dieser Folie. Die Kosten eines optimalen Alignments, wir sind jetzt also noch einen Schritt weiter, dass wir den auch, wo sind wir denn da? Nee. Also die Güte eines optimalen Alignments für das, was ich eben angedeutet hatte. Wenn das hier S und das T ist, dann ist das in der Notation dieser Folien hier die Position I-1 und die Position J-1. Und wir können hier drei Möglichkeiten, wir für
Wenn wir jetzt auf IJ kommen wollen, also hier auf diesen Schritt, J, halt, dahin, so. Wenn wir dafür ein Optimum haben wollen, dann sagt diese Folie, diese Formel hier, wir gucken uns an, was ist links von dieser Position alles und was passiert hier an dieser Stelle und entscheiden dann auf dieser Basis, was wir machen. Welche Optionen haben wir hier an dieser Stelle? Wir können, Moment, das ist der hier. Stimmt die Rekursion an dieser Stelle? Ich glaube, ich muss es noch mal anders zeichnen. So, das wird ein bisschen unübersichtlich, wenn ich das so zeichne. So, wir sind hier bei I und hier sind wir irgendwo bei J. Muss ja nicht beides gleiche Größe haben. So, das Optimum, was man für diesen Bereich jetzt haben kann, von vorne bis jeweils I bzw. J. Jetzt gibt es an dieser Stelle I und J drei Möglichkeiten. Warum steht denn da hinten I minus 1 und J minus 1? Ach so. Off by one error. Ich habe nicht berücksichtigt, dass die Indizes der einzelnen Zeichen im String 0 bis I, bis I minus 1 sind. Deshalb habe ich mich jetzt die ganze Zeit hier verwirren lassen. Das heißt, wir reden wirklich von I minus... Hier ist die Position 0 und hier ist die Position I minus 1 bzw. J minus 1. Dann passt es wieder. So. Das optimale Alignment hier für das Ganze ist DIJ. Eckige oder runde Klammern? Runde Klammern. Für das Ganze bis I minus 1 bis J minus 1. Jetzt stimmt es. So ist es definiert. Weil die Stringsindizes mit 0 beginnen, nicht mit 1. So, was kann hier passieren? Wenn wir uns diese beiden hier anschauen, diese beiden Zeichen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie... Ja. Slapstick. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Alignment überhaupt aussehen kann. Erste Möglichkeit ist, die beiden passen zusammen und werden auch aligned. Selbst wenn sie zusammenpassen, müssen sie nicht aligned sein, aber eine Möglichkeit ist, sie werden aligned. Eine zweite Möglichkeit ist, also welche von denen ist das hier? Das ist die mittlere. Das ist die mittlere. Die beiden werden miteinander identifiziert und in dem Fall, wenn wir sagen, die beiden werden miteinander identifiziert, heißt es, wir müssen optimales Alignment hierfür finden. Für alles bis hier, beziehungsweise bis hier. Das ist die mittlere Zeile hier. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, mal gucken, die erste Zeile, welche ist das? Dass der hier nicht aligned wird, dass der nicht mit einem anderen Knoten, mit einem Zeichen von T identifiziert wird. Wenn der nicht identifiziert wird, heißt es, wir müssen optimales Alignment für diese beiden Substrings finden. Hier, der bleibt außen vor und hier für das Optimum ergibt insgesamt ein Optimum für die Situation gegeben, dass der nicht im Spiel ist, dass der übersprungen wird. Das ist die erste Zeile und die dritte Zeile ist spiegelsymmetrisch dazu. Wir sagen, der hier wird nicht mit dem aligned. Habe ich das jetzt richtig rumgesagt? Ist jedenfalls spiegelsymmetrisch. Punkt. Ja, das heißt, wir haben dieselbe Situation wieder
wie vorher, wir haben eine Rekursion, dass wir sagen können, das optimale Alignment für diese beiden Substrings, der eine bis i-1, der andere bis j-1, lässt sich rekursiv formulieren als das Optimum, was man hier an dieser Stelle tun kann, plus dem Optimum, was es im Rest gibt. Das ist die Rekursion, das Optimum vom Rest. Wieder dieselbe Situation. Wenn wir jetzt das einfach als Rekursion implementieren würden, dann würde er sich totrechnen, weil er laufend auch wieder dieselben, immer wieder dieselben Werte hier berechnen würde. Exponentielle Anzahl, sogar drei, also nicht nur zwei rekursive Aufrufe innerhalb eines Rekursionsschrittes, sondern sogar drei. Also sogar noch exponentiell zur Basis 3 und nicht mehr zur Basis 2, also richtig brutal. Und das bei Stringlängen von so und so vielen Milliarden, das ist ordentlich, nicht? Also die so und so vielen Milliarden sind im Exponenten, ja? Also sind wir weit jenseits vom Gut und Böse. Also, aber was man auch hier wieder machen kann, ist, das kann man beispielsweise durch so ein Schema hier ausdrücken, dass sie diese Werte schrittweise von den Rekursionsanfängen her, dass sie zuerst die hier in der Tabelle berechnen, wo sind die? D0, 0 gleich 0. Das sind diese Werte hier, so und so. Also wenn sie für irgendein i im ersten Substring betrachten und die Situation, dass der zweite Substring leer ist, ist das leer? Moment, jetzt muss ich wieder mit dem Off by One schauen. Wenn hier ein 0 ist, dann heißt es, dass 0 minus 1 ist hierhin, also dass der zweite Substring leer ist. Diese Werte tragen Sie hier ab und dann berechnen Sie Schritt für Schritt nach dieser Formel. In diesem Fall von links oben nach rechts unten berechnen Sie die Werte durch und kriegen damit dann das Optimum auf dem Weg raus. Das kann man auch noch zeichnerisch darstellen, so wie hier. Falls, hat jemand von Ihnen algorithmische Modellierung bei mir gehört? Okay, macht nichts, da haben Sie die Zeichnung schon mal gesehen. Ja, dazu kurz aus dem Wege komme ich gleich. Sie können das auch zeichnerisch so interpretieren. Sie haben den einen String hier, den anderen String da. Sie haben für jede Paarung hier so eine Zelle aus zwei Kanten oben und unten, die nach rechts gehen, aus zwei Kanten links und rechts, die nach unten gehen, und eine und eine Diagonalkante. Und wenn Sie die Diagonalkante verwenden, dann heißt es, dass die beiden Kanten, Sie sehen hier, sind zwei verschiedene Diagonalkanten drin. Einerseits die grünen, wo die beiden Zeichen übereinstimmen, was also eine zulässige Paarung wäre, und andererseits die blauen, wo das nicht übereinstimmt. Hier C stimmt nicht mit T überein, also entsprechend eigentlich Verbot, also eigentlich etwas, was es nicht bringt. Und Sie können das interpretieren als die Möglichkeit, von hier oben links nach rechts unten einen Pfad zu finden, der möglichst viele grüne Kanten enthält. Je mehr grüne Kanten er enthält, umso besser, umso mehr. Jede grüne Kante, die Sie in diesem Pfad haben, hier sehen Sie so ein Beispielpfad, schwarz gezeichnet, jede grüne Kante, die dieser Pfad enthält, ist ein Treffer. Wie kriegen Sie das hin, einen solchen Pfad von hier oben links nach unten rechts zu berechnen? Indem Sie Kantengewichte drauflegen, nämlich die grünen Kanten können zum Beispiel Gewicht 0 haben, alle anderen könnten Gewicht deutlich größer 0 haben, und dann sorgt ein Algorithmus wie Dijkstra schon dafür, dass Sie die Anzahl der grünen Kanten maximieren. Kürzeste Wege ist ein wichtiges Stichwort dabei, da gehe ich auch über die Folien hier hinaus. Auch kürzeste Wege sind nichts anderes, ein Algorithmus wie Dijkstra ist nichts anderes als dynamische Programmierung. Was ist denn die Rekursion bei kürzesten Wegen?
Sie fangen an von einem Startknoten S zu irgendeinem Knoten V. Kürzester Weg. Na, dieser kürzeste Weg hat irgendeine letzte Kante. Eine von den Kanten, die nach V reingehen, ist die letzte. Ja, hier haben Sie irgendwelche Knoten, wo das reingeht. Ja? Und zu denen haben Sie auch immer einen kürzesten Weg, zu jedem dieser Knoten. Der sieht halt irgendwie aus. Muss nicht so kantendisjunkt sein, wie ich es jetzt gezeichnet habe, natürlich. Kann ich auch so mal zeichnen, so. Kann natürlich auch viel gemeinsam haben, die einzelnen kürzesten Wege. So, was ist die Rekursion? Der kürzeste Weg von S nach V, den man mir meistens dann mit Delta von V abkürzt, ich denke, so wurde es bei Ihnen auch in der GDI2 abgekürzt, ist gleich wieder ein Minimum. Das Minimum aller dieser Möglichkeiten. Kürzester Weg bis zum Vorgängerknoten und Länge der letzten Kante. Minimum aller Delta von U plus Länge UV, wobei gelten muss, dass erstmal U und V deutlich voneinander. Nee, das ist ein U gerade. Ein U. So. Das ist ein U und das ist ein V. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Wobei gelten muss, dass UV in der Kantenmenge enthalten ist. Das ist die Rekursion. Und Sie können natürlich auch kürzeste Wege von S nach V so berechnen, indem Sie diese Rekursion implementieren und laufen lassen. Geht. Es dauert aber ewig natürlich, bis Sie das Ergebnis rausbekommen, aus denselben Gründen wieder, weil Sie irgendwelche Zwischenwerte, so wie hier, sehr, sehr häufig immer wieder wiederholt berechnen und dann als Zwischenergebnis brauchen und dann wieder vergessen und dann wieder neu berechnen und so weiter. Sondern was Sie stattdessen machen, das ist der Algorithmus von Dijkstra. Sie berechnen bottom-up für jeden Knoten, für den Sie schon aus den bisher berechneten echten Distanzwerten dann den nächsten Distanzwert berechnen können, berechnen Sie den und bauen das schrittweise auf, bis Sie zu V gekommen sind. Welches ist der nächste Knoten? Da haben Sie mal einen Beweis dazu gesehen. Das ist immer der Knoten mit dem geringsten Schlüsselwert in der Priority Queue. Das ist nichts anderes als dynamische Programmierung. Sie berechnen bottom-up für jeden eins, anstatt die Rekursion top-down rechnen zu lassen und redundant laufend immer dasselbe berechnen zu lassen, berechnen Sie bottom-up für jeden Knoten einmal den Distanzwert, bis Sie zu dem Distanzwert des gewünschten Knoten angekommen sind. So, dann haben wir diese ganzen Sachen übersprungen. Ich will ganz deutlich sagen, Folgendes, bei diesem Thema jetzt, wo wir jetzt diese ganzen Formelkram übersprungen haben bei Sequence Alignment. Wenn Sie mir das in der Prüfung gut darlegen können, was wir hier alles übersprungen haben mit den Formeln, bin ich begeistert und dann bewegt sich die Prüfung in Richtung schon mal einer sehr guten Note. Wenn Sie nur in Anführungszeichen das erklären können, was wir in der Vorlesung hier gehabt haben, ist es wunderbar. Bin ich auch voll und ganz mit zufrieden. So, das bezieht sich natürlich auch auf diesen Edit-Graphen her. Ich hatte kurz gesagt, dass die Edit-Distanz dasselbe ist. Ja, hier kommen wir noch zu einem letzten und durchaus sehr interessanten Beispiel mit dynamischer Programmierung. Aber dazu kommen wir heute nicht mehr, sondern die Zeit ist um. Ich darf mich für heute bei Ihnen bedanken und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.